Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Wir sind im Ursprung angekommen, Kabine der Heldenmut. Das ist unser Schiff hier. Wir können jetzt sogar noch eine Runde schwimmen oder macht uns das Aua? Naja, auf dem Weg auf jeden Fall zu Zed und den Möbius und seinen Konsorten. Wir haben ja letztes Mal noch so eine Quest bekommen, die 7 Noppons einzusammeln, damit wir irgendwie unsere Waffen verbessern können. Da habe ich mal ein bisschen nachgeschaut, was es damit konkret auf sich hat. Wir können auch noch schnell reisen hier. Es war kein Point of No Return beim letzten Mal. im Prinzip können wir unsere 6 Default-Klassen upgraden. Also, genau, Noah den Schwertkämpfer, Mio den Zephyr, Juni den Heilschützen, Tayon den... Wo steht's? Warum steht's denn irgendwo? Ach, da, Taktika. Lance die mächtige Waffe und Senna den Ogre. Dann gibt's ein leichtes Stats-Upgrade. Wenn also der Charakter genau diese eine Default-Klasse spielt, dann gibt's irgendwie 2-3% mehr Crit, 2-3% mehr Block, 2-3% mehr Heal, so ungefähr in den Dimensionen. Und die Noppons müsste ich auch recherchieren, wo die sind. Und man braucht ziemlich viel Material dafür, habe ich gelesen. Deswegen spare ich mir das hier erstmal fürs Erste. Und ich bin auf jeden Fall mit Noah mal auf den Schwertkämpfer zurückgegangen, seine Default-Klasse, weil wir die ja auch noch weiter leveln können jetzt. Und ich glaube, wir sollen die Kollegen hier niedermetzeln. Ich würde gerne mal den ersten hier anvisieren. Ist mir aber nicht gestattet. Doch, jetzt. Auch dieses Zeichen ist manchmal ein bisschen schwierig zu sehen. So, jetzt haben wir irgendwie wieder einen anderen Attack-Rhythmus und andere Attacken hier. Okay, ich glaube, links sind jetzt die, die schneller aufladen. Achso, das war das Gewichtsheben. Okay, unten ist wieder was, was ich auf gar keinen Fall ohne ohne Fusionsangriff machen will. So, ich glaube, ein oder zwei noch. Roms. So, haben wir uns durch die ersten Wachen hier schon durchgeschnetzelt. Im Ursprung. Und sie zerbröseln auch schon. What the spot were those things? They fall apart the moment we take them down. The black fog is gone too. Na, sowas. But neither are they biological. Something wrong, Mio. As they fell, I could feel it. Very slightly. A vague whiff of Mobius coming off them. Those things? What's that mean? I'm not sure. Mio, didn't you say before all this could be Mobius? Yeah. Das ist zumindest die Mobius Base, ne? You're trying to say those things might be Mobius as well. But they don't even look human. I think the shape might not matter so much. Huh? Lance, die Blitzbirne wieder. I think I'm starting to get the picture. I feel like I know what Mobius is. Okay, kriegen wir noch eine richtige Erklärung für, was die Mobius sind? Das hatte ich eigentlich gar nicht in aller Deutlichkeit erwartet, ehrlich gesagt. You who wield the sword of the end. The endless now is under threat of being cut short. Could you do it, I wonder? Could you slay the ones who advance relentlessly toward despair? You do, after all, desire eternity above all others. Er hat auf jeden Fall ein gutes Haarspray, der N. Now, take it in your hand. Ist das niemandem aufgefallen? The endless now. For that which you so desire. Dass man ihm mit der Szene meine andere Frisurette verpassen soll, wenn man schon keine Physik-Engine dafür hat. Gut.
Er hat das Schwert des Endes genommen, um quasi das Ende zu verhindern. N ist der, der sich am sehnlichsten die Unendlichkeit wünscht oder das ewige Jetzt, wobei ich mich frage, jetzt wo M nicht mehr ist, ne? Ob das immer noch der Fall ist. Oder ob das unsere Chance ist, ihn umzustimmen oder zu besiegen. Okay, hier ist noch so ein bisschen schwarzer Nebel. Und ein Fahrstuhl. Sieht auf jeden Fall irgendwie cool hier aus, in diesem Techno-Design und diese lila Licht und das grelle Grün hier am Fahrstuhl. Sieht auf jeden Fall schon spacig aus. Okay, wir schlängeln uns immer von Tür zu Tür. Verstärker 1, oberes Tor. Mal kurz orientieren, wie die Karte hier aussieht. Wenn wir mal einen Blick auf die Karte werfen, dass wir uns nicht ganz verlaufen. Okay, offensichtlich sollen wir uns hier irgendwie runterschlängeln oder entlang schlängeln. Greifen die uns an? Jo, die aggroen tatsächlich relativ schnell. Aber alles andere wäre auch sehr verwunderlich gewesen. So, wir warten mal auf Fusionsangriffe. Ungefähr auf die Roms. Was lassen die denn fallen als Item? Geile Alien-Köpfe oder sowas? So irgendwie so in der Richtung sah es auf jeden Fall aus. Boah, man sieht in diesem Kampfgetümmel auch mal wieder nichts. Mir ist auch mittlerweile mal klar geworden, ne, warum das so krass viel unübersichtlicher ist als Xenoblade 2, wo man ja auch theoretisch mit drei Leuten und drei Blades unterwegs war. Aber die Blades an sich haben halt einfach nicht so krass mitgekämpft. Ne? Die standen mehr hinter einem und haben einem halt die Waffe verliehen, dann angefeuert und sonst was. Aber sie haben nicht selbst mit aktiv auf die Gegner eingedroschen. Deswegen war das, glaube ich, deutlich übersichtlicher gewesen. Ich fand eh, das Blade-System, ich meine, dieses Klassenwechselsystem ist eigentlich nichts Großartiges anderes als das Blade-System. Trotzdem, aber dieses Ding mit der Blade, die neben einem herläuft, als Charakter nochmal, das finde ich deutlich cooler gemacht. Und das war letztendlich auch übersichtlicher im Kampf. Naja. Ich meine, jetzt werde ich auch im Fazit nochmal sagen, ich finde Xenoblade 3 ist natürlich ein gigantisches Abenteuer, eine gigantische Reise letztendlich geworden. Also ich gehe davon aus, dass wir uns langsam dem Ende nähern, genau weiß ich es natürlich nicht, aber es fühlt sich langsam so an. Ist ein Megaspiel, keine Frage, aber es hat doch einige Design-Fails, die es für mich zumindest doch deutlich schlechter als Teil 2 machen, zumindest vom spielerischen Aspekt her, ne? Von der ganzen Story, ich meine, da wird auch noch einiges kommen gegen Ende. Aber von der ganzen Story und den Charakteren und der Welt her ist es absolut gigantisch und einmalig mal wieder, was Monolith hier abgeliefert hat. Ne? Naja, spielen wir erstmal weiter, bevor ich noch irgendwie hier in ein endgültiges, ausführliches Fazit verfalle. Aber es fühlt sich schon so nach Ende an hier. Oh, irgendwas haben wir geaggrot. Was ist es? Ja, da. Der Zoa-Flak. Der Zoa-Flak hat auf jeden Fall nicht viel Leben. Aber ich muss sagen, Essels Klasse, ne? Finde ich ja fast noch ein bisschen cooler als Noahs Originalklasse. Weil sie von den Attacken halt her um einiges schneller ist als das Schwert hier nochmal. Ich meine, das Schwert ist auch nicht so langsam wie zum Beispiel der Bogen oder so, ne? Nichtsdestotrotz, Essel war noch ein bisschen schneller unterwegs. Roms. Ein gelbes Flakauge haben wir bekommen.
Ah, okay, interessant, wie sich das hier noch verfasert irgendwie. So ohne weiteres kommen wir noch gar nicht nach unten. Das sah mir eigentlich aus wie ein runder Raum hier. Aber es geht hier oben noch weiter, okay. Na, auch die Vögelchen hier, Elmyst oder wie sie auch immer heißen, greifen uns tatsächlich auch relativ zügig an. Okay, dann gibt es hier noch einiges zu kämpfen. Kann mir jemand die Aggro nehmen? Nein, dann liege ich jetzt halt. Oh, wow. Was? Warum machen uns die Vögel hier gerade? Ach Gott, ey, weil die Hälfte unserer Charaktere da hinten festhängt. Geil. Oh nein, jetzt muss ich alles nochmal machen. Oder? Wo sind wir denn jetzt hier? Doch, da hinten sind wir hoch, ne? Oh. Ja, aber ich glaube, wir wären so oder so gestorben an der Stelle, ne? Weil unsere Charaktere da festgehangen haben, die anderen. Naja, dann kommen wir uns jetzt nochmal hierher schnitzeln. Macht ja nix. Ja, gut. Ich meine, dass sie irgendwo festhängen können, ist auch irgendwie nicht ganz so geil, ne? So. Naja, kriegen wir noch ein paar mehr Items. Ja, auch die haben uns wieder angegriffen. Quo Nias. Quo Vadis, Quo Nias. Alles das Gleiche. Irgendwer hat Aggro, der sie nicht haben soll. Aber jetzt gleich nicht mehr. Roms, Roms. Guillotine macht er als Angriff. Okay, dann müssen wir die beiden da auch nochmal wegmetzeln. Die patrouillieren auch so schön, dass wir auf jeden Fall beide machen müssen, ne? Weil in der Zeit, wo wir den einen bekämpfen, werden wir auf jeden Fall in den anderen reinrennen. Ja, da kommt der andere auch schon. Wir hoffen mal, dass wir den hier rechtzeitig weggebrezelt kriegen, wenn gleich noch unsere Fusionsangriffe hier fertig sind. So, jetzt haben wir sie. Roms. Roms. Und der nächste, bitte. Gut, und dann klettern wir nochmal die Leiter darauf und hoffen mal, dass es unsere Kollegen diesmal um die Ecke schaffen. Dass wir diese Vögel da besiegt kriegen. Das kann ja nicht wahr sein, ey, dass wir an denen gescheitert sind. Na gut, wahrscheinlich kamen die gerade noch die Leiter hier rauf. So, wir holen uns erstmal die. Damit die nicht noch adden, während wir die anderen bekämpfen. Die scheinen ja nicht so ganz schwach zu sein. So schnell kann es gehen, mein Freund. So. Kommen wir jetzt alle auf diese Brücke hier drauf? Das wäre wirklich großartig, Jungs. Ja, vielleicht Elben war sie diesmal auch gar nicht, falls sie gerade wegfliegen. So, besten Dank.
Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier rechts an der Brücke entlang. Ja, und hoffen, dass das klappt. Und es hat irgendwie geklappt. Sehr gut. So, und hier kommen wir jetzt auf die untere Ebene. Dann folgen wir mal hier dem Weg weiter einfach. Viel mehr Möglichkeiten haben wir gerade eh nicht. Und tun das, was wir immer tun, auf Fusionsangriffe warten. Boah, ich weiß auch am Anfang, ey, wie lange ich auch gebraucht habe, um das alles zu checken, wie das funktioniert, normale Angriffe, Fusionsangriffe, Synchronisationen, Kettenangriffe, wie das in den Kettenangriffen überhaupt funktioniert. Das war alles heavy am Anfang gewesen, das Klassenswitchen. Der Seelenbaum-Tree, den ich auch nach wie vor ein bisschen überflüssig halte, für das bisschen Geswitche, für die bisschen Sonderform nochmal einen Tree aufzubauen, den man eigentlich eh komplett geskillt haben möchte irgendwann. So, mal wieder verkackt, auf den unteren Fusionsangriff zu warten. So, haben wir hier oben noch einen oder gegen wen kämpfen sie hier gerade? Ich sehe hier überhaupt nichts. Roms! Gut, ist auch ein Elite. Shufu Sestam. Ein Elite und ein Glitzerharo. Erledigt. We're unstoppable with you around, Senna. I'm the girl with the gall. Achso, jetzt kommen wir jetzt auf die Ebene, die wir von oben gesehen haben, oder? Ja doch, und dann geht's wahrscheinlich hier weiter, ja. Okay, es ist verwirrend, aber es ist trotzdem ein geradliniger Weg, ne? Aber von Architektur ist es trotzdem ein bisschen unübersichtlich. Oh, den hätten wir gar nicht. Warum hat er uns nicht geaggrot? Den hätten wir gar nicht gemusst. Naja. Na, machen wir den eben auch noch. Auf die eine Minute oder 30 Sekunden kommt es hier schließlich auch nicht mehr an. So, es ist eigentlich ganz geil, dass ich mal wieder einen Schwanken-Move dabei habe, dass ich mal so eine Umwerf-Kombo initiiere. Die Musik hier ist auch cool. Ich habe ja, glaube ich, auch, weiß nicht, ob es in diesem Spiel war oder in einem anderen, so Sänge, Musik mit Chorälen oder Chören dabei. Chören, Chor, whatever, finde ich irgendwie immer cool. I hope we can make use of this. Es war klar, das war die Elden, ja. Hallo, warum hat da immer noch irgendjemand die Aggro, der sie nicht haben soll? Mit dem Schwert ist auch das Anschlusstiming relativ dankbar, dadurch, dass es nicht ganz so schnell ist. Da muss man bei Essels Klasse ein bisschen mehr drauf Acht geben. Also ich glaube, die spare ich mit dem Next. Weil die scheinen doch nicht so krass zu aggroen wie die ersten. Zumindest wenn sie alleine rumrennen. Oder es waren generell nur die Fußsoldaten, die aggroht haben. Ja.
people with you around, Senna. I'm the girl with the gall. Die immer wieder gleichen Sprüche. Ja, toll, der wollte ich jetzt stehen lassen, ja. Und den Agron war, es war so klar. The girl with the gall. Was ich immer noch nicht verstehe. Was sie da wirklich sagt. Das hat mir noch keiner verraten bis jetzt. So, da hinten ist auf jeden Fall noch was irgendwas, was wir einsammeln wollen. Reisepunkt entdeckt, Verstärker 1. Unteres Tor. Guck mal, die Agron jetzt wiederum nicht, ne? Es ist schon seltsam. Manche tun es von denen, manche nicht. Oder es hängt doch davon ab, dass wir durch deren Sichtfeld latschen. Das kann natürlich auch sein. Mal den zum Schwanken bringen, das könnte ich in der Tat auch einmal ohne Fusion machen, weil das dauert so lange, bis der Skill da kommt. Das könnte ich eigentlich direkt am Anfang einmal machen, den Rest dann abwarten. Dann liegen die Gegner nämlich ratzfatz. Probieren wir es mal an dem hier. Na gut, ich hätte erstmal warten sollen, bis jemand... Ah ne, es hat geklappt. Ich wollte gerade sagen, ich hätte warten sollen, bis jemand die Aggro hat. Ja, man sieht aber, ne, wenn man da ein bisschen mehr darauf achtet, dass man da die Skills von in seiner Gruppe hat, dann liegt der Gegner auch ums eine oder andere Mal mehr. So, wir bewegen uns weiter fort. Durch den Ursprung. Nord-Außenpanzerzugang. Was ist das denn für ein gigantisches Fensterkonstrukt oder was auch immer es ist? Das haben sie schon cool gemacht hier. So, hier fliegt noch ein bisschen was rum. Agron wirst? Ja. Okay, er hat den Debuff, glaube ich, nicht abgekriegt. Vom Schwanken. Ja gut, 180 kommt dann doch ein klein bisschen später. Weil der rechts unten auch so ein bisschen auflädt. Naja, vielleicht überlege ich mir das nochmal. Vielleicht warte ich einfach ab. Wir sind im Kampf. So, jetzt schwankt er auf jeden Fall. Aber jetzt ist er auch gleich tot. Ein Shiny. Komm, den Shiny, den holen wir uns. Komm mal her, mein Freund. Aua. Da hat doch jemand die Aggro, der sie nicht haben soll. Oh. Flächenangriff, der tat mit Sicherheit weh. Okay, nicht zum Schwanken gebracht. Obwohl ich seitwärts stehe, ist eine Frechheit.
So, jetzt wieder innen her. Doppelschleuse. Dreifachschleuse oder was? Oh, ein Rastpunkt. Brauchen wir aber, glaube ich, gerade gar nicht. Ich glaube, wie rum wir hier gehen, ist tatsächlich relativ egal, ne? Ist schon krass spacig hier, ne? Geisterfaust Rosina, gut, dass wir gerade 66 Name. Gut, dass wir gerade an dem Rastpunkt vorbeigekommen sind. Wo ist unser Ziel? Da hinten ist unser Zielmarker. Hat auch nicht gereicht, um es zum Schwanken zu bringen. Schon frech, dass es so selten klappt. Haben wir ja so wenig Schaden an dem gemacht? Ich sehe auch mal wieder nichts. Okay, die ist wahrscheinlich auch irgendwie hinter ihm. Ey, haben wir wirklich erst so unfassbar wenig Schaden an dem gemacht? Wie kommt das denn? Gewaltfaust, Zauber. Oder sollen wir erstmal die Zauberfaust machen? Nicht, dass die Zauberfaust heilt, und Zauberfaust hört sich auch generell schwächer an. So, die schwankt jetzt, die Zauberfaust. Oh, die haben alle einen Arsch vor Leben. Die Waffendreher. So, wir gehen hier auch mal in die Synchroform rein. Okay, diese drei Names umzuhauen kann tatsächlich ein bisschen dauern. Angriffskette hätten wir parat. Zauberfaust Zanko, ey. Ohne Witz, wie viel Leben haben die denn? Ist doch nicht normal, oder? Ich hab's noch nicht mal so richtig gesehen, wie ich in die reingerannt bin. Komm, wir gönnen schon mal hier für die Zauberfaust Zanko eine Angriffskette, dann ist die hoffentlich schon mal umgematcht. Dann haben wir nur noch zwei gegen uns. So, Bombardement. Hau rein, Noah. Roms. Die anderen stehen daneben und machen nichts, während wir in der Angriffskette sind. Das finde ich prima. 87, ne? Wenn ich die jetzt raushaue, bin ich schon wieder drüber. Es geht eigentlich fast gar nicht anders als so, ne? Zumindest wenn ich auch darauf hinaus bin, Noah hochzukriegen. Zack. Heldenbonus 200, alles kommt zurück. Einmal draufgeschossen. Excellent. Senna, Lance darf ich nicht mehr. Juni. Bamski, Junge. Also wir machen es einfach so weiter, dass wir so auf 99 gehen. Und jetzt mit Noah einfach auf über 150 gehen. Und gucken, was bei rauskommt. Wenn zwei wieder kommen. Bam, bam, zweimal mit dem Schild in die Fresse. Sehr schön. Natürlich ist Noah nicht wieder gekommen. So, Heldenrunde. Sehr schön. Können wir das gleiche Spielchen jetzt eigentlich mit ihm machen? Oder wir enden mit ihr? Ja, können wir auch machen. Ist, glaube ich, auch relativ egal. Zack.
75 direkt. Ja, ungefähr so habe ich es mir vorgestellt. Sehr gut. So, und jetzt brauchen wir noch... wen hatten wir dabei? Senna und Juni, also Lance oder Talion. Ja, da fällt die Wahl einfach für die Ouroboros-Runde. So, du darfst auch nochmal. Roms. Und du selbstverständlich auch. Und du auch nochmal. Vernichtung. Nice. Den ersten von den drei Names haben wir schon geschafft. Das wird ja schnell gehen. So, jetzt schon 1000% Damage Multiplier. Sehr schön. Und Ouroboros Runde. Romsi Domsi. Bam. Bisschen was widerstanden da hinten. Unverschämtheit. Wenn die Kollegen auch schon den ganzen AOE-Schaden hier mit abkriegen, oder? Da müssten die doch auch schon gut gelitten haben. Kriegen die Kollegen AOE-Schaden ab? Ich weiß es nicht. So. Und dann noch einmal 1315%. Das haben wir schon besser hinbekommen. Knapp 2 Millionen. Ist okay. Oh, automatisch verkauft. Noch von Silbermünze. Wir haben so viele Silbermünzen. Aber ich weiß, glaube ich, auch nicht mehr so ganz genau, was ich damit noch machen soll. So, machen wir erstmal den weiter. Der hat am wenigsten von allen. Ich sehe nur nicht, wo mein Ziel ist und in welche Richtung es guckt. Ja, und genau in dem Moment dreht er sich zu mir um, ja, wo ich das mit dem Seitenangriff raushaue. Ja, ist auch schon wieder eine Frechheit. Komm, wir gönnen uns auch nochmal eine Synchro, auch wenn sie erst Stufe 2 war. Was tot ist, ist tot, sage ich da immer. Und ich gehe mal davon aus, dass er in dieser Synchro hier sterben wird. Genau, der nächste bezwungen. Und den letzten kriegen wir dann ja wohl auch noch. Ja, das hat ihn nochmal schön was gekostet. Wie die Musik abgeht, ey, es ist unfassbar. Schwanken leider widerstanden offensichtlich. Okay, aber auch er ist hinüber. Okay, dreifach Name-Kampf, Leute, kein Problem. Okay, es hat uns ein bisschen Zeit gekostet, zugegebenermaßen. Neues einzigartiges Grab, Waffendreher. Da würde ich sagen, können wir an diesem schönen Rastplatz, wo wir jetzt auch gerade die Names hier bezwungen haben, einfach beim nächsten Mal weitermachen. Die Zeit ist nämlich schon wieder um. Also Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Däumchen nach oben oder eventuell so ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.